Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Es gibt heute ein Echtzeitvideo und ich wage mich wieder an Steinpapier, dieses tolle, unberechenbare Material, und es wird kein Flop. Ich hab's euch in der Überschrift schon geschrieben. Schaut einfach zu, wie ich mit Acrylfarben mich an dieses neue Bild wage. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es wird einfach top. Mit grüner Farbe beginne ich. Dieses Steinpapier hat ja die Eigenschaft, dass es die Acrylfarben nicht in das Papier einsaugt. Es hat ja eine sehr glatte Oberfläche. Wenn ich mit dem Pinsel darüber male, sehe ich gleich die volle Pinselstruktur. Und genau das finde ich toll. Und vor allem auch noch, dass die Acrylfarben in ihrer Farbe sehr leuchtend erhalten bleiben. Hier hole ich mir gerade noch eine grüne Metallic-Farbe. Die liebe ich besonders. Diese Metallic-Glanzfarben, die strahlen dann noch mal viel mehr als die normalen Acrylfarben. Die setze ich mit groben Pinselstrichen da drauf. Ich habe einen ziemlich breiten, groben Pinsel dafür hergenommen. Und mische das direkt auf dem Papier. Das geht sehr gut. Trag die Farbe auch großzügig auf. Es macht einfach Freude, da zu wirken, und jedes Mal, ohne irgendwie großartig nachzudenken, geht man ans Werk mit etwas Weiß. Habe ich das jetzt vermischt direkt mit dem gleichen Pinsel, und daraus hat sich jetzt so ein Pastellgrün ergeben. Das braucht man nicht unbedingt auf einer separaten Palette. Ich habe hier einfach so ein Butterbrotpapier. Schütte da noch ein bisschen weiße Farbe dazu, direkt auf dem Blatt, und trage das noch auf dem Blatt auf, wo die weißen Stellen waren. Ihr könnt auch die Pinselstriche direkt verfolgen mit dem Auge. Übrigens, wenn ihr mich und meine künstlerische Arbeit unterstützen möchtet, als aktiver Crowdfunding-Unterstützer. Ich habe ein Konto bei Steady. Das ist ein Crowdfunding-Programm. Dort könnt ihr einfach vorbeischauen, gebt Anne Pross Kunst bei Steady ein. Und dieser Link befindet sich auch unterhalb jedes Filmes von mir. Einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt bei Steady und bei mir raus. Und dieses Crowdfunding-Programm ist speziell entwickelt worden, um
alle möglichen Künstler zu unterstützen, von reinen Videokünstlern bis zu Malern, und es gibt da viele Angebote, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. Hier habe ich jetzt nochmal Öl-Pastellkreide genommen, ziehe da Formen und Striche sehr individuell in das Bild ein. Ja, und bei Steady könnt ihr mich eben unterstützen in der Form, dass ihr euch dann ein Unterstützungsprogramm aussucht. Ihr könnt auch Freunden dieses Unterstützungsprogramm schenken, das ist auch möglich. Und die können sich dann mit mir dort über Kunst austauschen und sich mit mir unterhalten. Dazu bin ich gerne bereit. Da kann man Nachrichten austauschen, wie in einem Blog. Das ist dort möglich. Und natürlich freue ich mich über jede Wertschätzung, über jede Unterstützung, die ihr mir dort zuteil werden lasst. Denn so kann ich dann meine künstlerische Tätigkeit für euch persönlich auch weiterentwickeln, indem ich mir neue Materialien zulegen kann, wie Papier, zum Beispiel dieses Steinpapier. Und im Idealfall, wenn ich dann mal ganz viele Unterstützer habe, würde ich sogar so weit gehen, dass ich meine Kunst auf richtigen Leinwänden präsentiere. Das ist mir momentan in der Form nicht immer möglich, da das einfach zu teuer ist und auch dann zu viel Platz wegnimmt in meiner Wohnung. Wenn ich da 100 Leinwände stehen hätte, hätte ich ein Platzproblem. Es sei denn, ihr kauft dann auch diese wundervollen Kunstwerke bei mir. Das ist ja seit neuestem auch möglich. Alle Kunstwerke, die ich für euch hier male, könnt ihr direkt im Anschluss nach Herauskommen des neuen Films erwerben. Entschuldigung. Und auch durch diese Aktion der Unterstützung, das ist natürlich die schönste Form der Unterstützung, wenn die Bilder tatsächlich gekauft werden von Leuten, die sich das in die Wohnung hängen möchten, dann kann ich auch gerne weitere Bilder direkt auf Leinwänden malen. Darüber würde ich mich am meisten freuen, denn das ist dann schon die Königsklasse natürlich, wenn man auf richtigen Leinwänden, auf Keilrahmen die Bilder erstellen kann. Im kleinen Programm kann ich jetzt hier das hauptsächlich auf Aquarellpapier malen, was natürlich auch sehr schön ist und mir hilft, mich weiterzuentwickeln und malen zu üben. Und Leinwände kann ich dann natürlich in die Ausstellungen geben, an denen ich teilnehme. Wie ihr seht, ist das Bild jetzt schon wieder weiter fortgeschritten. Mit einer Spachtel kann ich da auch noch mal einige Akzente aufbringen. Und das geht dann eben flächig, dass ich da drüber streiche mit der Spachtel. Das zeige ich euch jetzt gerade. Und wie ich finde, diese Farben sind sehr
intensiv, passen gut zueinander und da kann man sich richtig drüber freuen, weil dieses Steinpapier wunderbar geeignet ist für die Acrylmalerei. Ich habe ja auch schon auf Steinpapier mit Aquarellfarben gemalt, aber das ist wesentlich schwieriger. Es geht auch, aber viele mögen das dann auch nicht, wenn sie das selbst ausprobieren, weil es eben eine große Schwierigkeitsstufe hat, sowas dann zu vollenden und aufs Papier zu bringen. Aber diese Acrylfarben, das ist natürlich schon der Hammer hier auf dem Steinpapier, denn sie sind so leuchtend wie Ölfarben dann, wenn sie auf diesem Material aufgetragen werden. Und das fasziniert mich wirklich sehr. Tut mir leid, dass ich heute eine etwas raue Stimme habe. Das ist dem geschuldet, weil ich momentan etwas erkältet bin. So, mit dem kleineren Pinsel fahre ich jetzt fort und ergänze hier die bereits vorhandenen Formen. Hier nehme ich ein Kreppband. Vorher habe ich das Bild sehr gut trocknen lassen, damit die Acrylfarben trocken sind. Denn ich habe jetzt noch etwas anderes damit vor. Ich klebe einfach gewisse Bereiche ab. Das funktioniert am besten mit dem Malerkreppband, das man auch für häusliche Malerarbeiten verwenden kann und in jedem Baumarkt zu kaufen bekommt. Ich klebe hier den äußeren Rand ab in einem bestimmten Abstand. Das muss nicht 100% Millimeter genau ausgemessen werden, aber wer ein gutes Augenmaß hat, der bekommt das auch ohne Lineal hin. Im kommenden Jahr, kann ich euch verraten, habe ich 2 Ausstellungen. Wer sich dafür entscheidet, Mitglied zu werden bei Steady, in meinem Steady-Kanal, der wird dann auch davon erfahren, von diesen wunderbaren Ausstellungen. Und ihr könnt diese Ausstellungen natürlich besuchen, die sind öffentlich und die sind frei zugänglich. Es gibt dann auch entsprechende Ausstellungskataloge. Ich bin dann nicht die einzige Künstlerin, sondern stelle zusammen mit anderen Künstlern aus. Und ihr könnt dann einen schönen Ausflug machen, wenn ihr in meiner Nähe wohnt oder wer weiter weg wohnt, fährt vielleicht nach Bayern in den Urlaub und kann
genauso gut diese Ausstellung dann besuchen. Also immer wieder bei Steady vorbeischauen oder vielleicht sage ich euch das dann auch hier auf YouTube, aber am ehesten erfahrt ihr das bei Steady. Heute habe ich ja das Video wieder in Echtzeit. Das ist ein Privileg, das ich euch zukommen lassen möchte. Und das unterscheidet mich auch von anderen Kunst-YouTube-Kanälen, die ihre Videos sehr stark einkürzen. Dadurch habt ihr keinen Überblick, wie das Bild tatsächlich gemalt wird. Wenn ich euch das hier in Echtzeit zeige, dann seht ihr natürlich alle einzelnen Schritte. Ich habe hier zum Beispiel einen Aquarellstift mir genommen, male da jetzt an diesen Rändern entlang Punkte. Das ist sozusagen nochmal eine Art von grafischer Unterteilung, die ich da vornehme. Und später könnt ihr das dann sehen, wie sich das auswirkt auf dieses Kunstwerk speziell. Das dauert jetzt ein bisschen, da man hier sorgfältig arbeiten muss. Es ist alles immer reine Handarbeit. Und wenn ihr zum Beispiel das Bild von mir kauft, könnt ihr sicher sein, das ist ein Original, ein Unikat. Es gibt es nur einmal. Und selbst wenn ich das gleiche Motiv hinbekommen würde, ein zweites Mal zu malen, würde es ja trotzdem unterschiedlich sein, sich von dem jetzigen unterscheiden, denn die reine Handarbeit kann gar kein Duplikat in der Form erstellen. Es ergibt immer ein individuelles Kunstwerk. Ich bin auch gerne bereit, Auftragsarbeiten entgegenzunehmen, wenn ihr ein Freund der abstrakten Malerei seid. Nennt mir einfach eine Art Farbpalette, welche Farben ihr gerne in dem Bild sehen möchtet. Das Motiv ist dann abstrakt. Das bleibt dann mir überlassen, wie ich das Motiv ausführe, aber ich kann natürlich eure persönlichen Wunschfarben oder Farbpaletten dabei berücksichtigen und kann dann mich ans Werk machen, ein Kunstwerk für euch zu erstellen. Ihr könnt euch auch in etwa die Größe des Kunstwerks wünschen und auch natürlich den Untergrund, auf dem das Bild gemalt werden soll, entweder Steinpapier, Aquarellpapier oder auch auf Leinwand. Hier habe ich die Möglichkeit, auf die reine Leinwand zu malen, die noch nicht auf einem Keilrahmen aufgezogen ist. Das heißt, ihr würdet dann nur die Leinwand gerollt mit dem fertigen Bild von mir zugeschickt bekommen. Oder ihr könnt sagen, ich möchte das gleich auf einer Leinwand, zum Beispiel 60 x 80 cm oder welche Größe auch immer, gemalt bekommen, dann kann man das vereinbaren und ich kann euch vorher
einen Preis schon mal ausrechnen und nennen. Diese Kunstwerke, die als Auftragsarbeiten von mir erledigt werden können, da muss man vorher einen Vertrag mit mir machen, denn dieses Bild muss dann auch zwingend von euch natürlich erworben werden, so wie ihr es bei mir bestellt habt. Das kann man machen, ansonsten schaut einfach vorbei, was ich für Bilder anzubieten habe, die bereits fertig sind. Da gibt es auch ganz viele. Die entsprechenden Links zu meinen Verkaufskanälen findet ihr immer im Text unter dem YouTube-Video. So, jetzt mache ich diese Klebestreifen wieder ab und ihr seht, ich habe da diese Unterteilung vorgenommen mit den weißen Punkten. Ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn sich Kunden bei mir melden, zu mir sagen, dass sie meine Arbeiten gut finden und dass, wenn sie es bestellt haben, dann vielleicht auch manchmal mir ein Bild zuschicken, wie das dann in der entsprechenden Wohnung aussieht. Das habe ich auch schon öfter bekommen. Und das freut mich immer riesig, wenn ich das dann sehe, wie dekorativ das in der Wohnung bei den Kunden aussieht. Das zeigt auch, dass meine Arbeit dann eine Wertschätzung widerfährt. So, jetzt arbeite ich nochmal mit dem Pinsel in einer dünnen Lasur mit der weißen Farbe. Habe mir das nochmal anders abgeklebt. Es geht hier darum, einen Lasurrand zu bilden. Ringsherum und in der Mitte dann diese klaren, deutlichen Farben ohne Lasur zu haben. Dieser Kontrast, das finde ich sehr interessant. Das habe ich jetzt trocknen lassen. Und entferne ganz vorsichtig dieses Klebeband. Im Anschluss zeige ich euch natürlich wieder das berühmte Wohnbeispiel. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Es begeistert mich immer wieder, dass ihr dabei seid. Schaut her, wie toll diese Farben wirken. Auch die Metallic-Farbe, einfach klasse. Ja, das ist sehr, sehr schön und dekorativ. Wunderbar. Das, wenn dann eingerahmt ist, sieht das hervorragend aus. Einen schönen Tag
Eure Anne Pross. Bis zum nächsten Mal. Bleibt noch dran. Hier seht ihr das Wohnbeispiel. Ciao!